Alles klar. Ah, mittlerweile ist es draußen Nacht. Ruppi, alles klar. Der Köder. So, halt. Wir müssen noch meine Katze sehen. Ja, ja, deine Katze. Wow, was geht denn vor der Tür wieder ab, ey? Ruppi, ist hier jemand? Fass, Ruppi. Hast du die Erlaubnis? Der Hund bellt? Habe ich mich eben verhört oder hat er wirklich gebellt? Doch, der bellt. Ich habe den noch nie bellen hören. Wer randaliert hier vor der Tür? Wer legt sich mit... Wow! Oh, fuck. Wer legt mit... Oh! Der Klassiker. Bogenschütze auf dem Dach. Das ist mir jetzt auch gerade wurscht. So. Warte mal, was... Ach, Mensch, ich bin aber auch ein bisschen verpeilt, ey. Stein, 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 Stein. Nochmal Stein. So, ich muss ein bisschen was einschmelzen. Ja. Wo ist unsere Kohle hin? Ey, wir müssen die Kisten mal... haben wir keine Kohle mehr? Ich hab keine mehr. Also meinst du, ist ja alles schon im Ofen? Scheiße. Da ist noch ein bisschen. Warte mal, Vorrang hat jetzt erstmal Eisenerz. Boah, wir brauchen dringend wieder Kohle, ne? Wir haben nichts mehr. Das ist Kies. Da ist noch Gold. Ach du Scheiße, wir haben keine Kohle mehr, ey. Das ist... ich bin blind. Hier haben wir noch Kohle. Mein Gott. Ist aber auch wirklich die letzte dann. Stone, Keys. Bin dann unten, wenn du kommst, ne? Ja. So. Sluxy baut jetzt erstmal ein paar Fackeln. Zack. Oh, da gehen noch ein paar. Zack. Jawohl. Genug Fackeln. Den Rest lege ich in den Ofen. So, Gold ist am Start. Und ein bisschen Eisenerz haben wir auch wieder. Ja, Eisenerz habe ich auch. Monster Drops hier drüben. Weg damit. Jo, das war's. Spitzhacke ist am Start. Axt ist fast fertig mit der Welt. Ah, eine Schaufel wollte ich mir bauen. Ach, die blöde Schaufel. Ja, natürlich. Ich brauche unbedingt eine. Frage an die Community mal wieder. Was bringt's mehr? Eine Goldrüstung oder eine Eisenrüstung? Macht es viel Unterschied? Wie ich glaube, die Goldrüstung ist nur Optik. Also ich glaube, die Goldrüstung bringt sogar weniger wie die Eisenrüstung, soweit ich weiß. Okay. Was ist mit Werkzeugen? Selber in Grün? Ich glaube, ein Goldschwert ist auch nicht so stark wie ein Eisenschwert, bin ich der Meinung. Da ist irgendwie, da gab es eine Besonderheit mit dem Gold irgendwie, glaube ich. Okay. Ja, kommst dann gerade nochmal in den Stollen, ne? Jo. So. Oh, die Kühe, ey, die randalieren da draußen, das ist nicht mehr schön. Übel, gell? So, habe ich alles Wichtige, was ich brauche. Ja, oh, übelst viel Fackeln. Ich lege mal ein bisschen was zur Seite. Schnauze da draußen jetzt. So, ich komme. Ja, Fackeln werden cool. Ach, schönes Donkey-Lied. Okay, oh, ich glaube, ich bin schon an dir vorbeigelaufen. Ey, ich kann mir das nicht merken, wir haben zu verwinkelte Gänge. Ja, ich ja nicht. Ah, ich habe Kohle gefunden. Ja, da bist du. Deswegen sieht es ja bei mir auch immer alles ordentlich aus. So.
Oh, große Kohleader. Oh, Stollen 2. Nett. Nett gemacht, Frank. Nett gemacht. Oh, und Redstone. Redstone und Kohle aneinander. Huch. Hier ist ja duster wie Sau. Alter, sieht's bei dir aus. Warte mal, ich schmeiß dir mal ein bisschen was hin. Da. Merci. Oh. Ja. Warte. Warte kurz. Warte. Nein, weg, hier, weg. Warte, das machen wir eh wieder zu. Weil, nee, da kommt dann halt der nächste. Okay, warte mal. Nee, es langt nicht. Ja, warte mal, das machen wir anders. Mach du da mal, ich konfiguriere meinen Donkey Kong Sound. Deppen wir da mit ihren guten Autos drauf. So, nein, wieder. Lass mich mal raus hier aus dem Puff. Jo, hey, das ist doch kein Puff. So. Welch eine Beleidigung. Oh, das sieht gut aus, wa? Ajo. Ich habe echt so das Gefühl, wir sind verdammt tief. Vielleicht sogar schon ein Stück zu tief, falls man das in Minecraft sehr überhaupt sein tief, kann. Ja. Ja, doch irgendwann kommt dann halt, glaube ich, Lava oder irgendein Schachtel. Aber hier sieht's echt aus, ey. Wie hingeschissen. Ich muss da mal... Ah, jetzt habe ich natürlich keine Steine mehr, weil ich alle abgelegt habe. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Naja, was soll's. Oh. Ich hab vergessen. Ich hab vergessen zu bremsen. Hups. Passiert. Ah ja, klar. Oh, und wieder Eisen gefunden. Aber ich bin ja quasi in der Nähe. Sag mal, du bist noch nicht gestorben, oder? Kann das sein? Ja, du hast Glück gehabt. Das ist eine Frechheit hier. Pass auf meinen Arsch auf. Ja. So. Jawohl. Ich hab grad wieder Eisen gefunden. Ey, da war jetzt Eisen, Redstone und Kohle innerhalb von ein paar Blocks. So sieht es doch schön aus. So. Ach Gott, hab ich weit gegraben. Oh, da ist schon wieder Eisen. Oh Gott, Alter, was geht. Ich glaub, mein Stollen hier ist on the right way. So. Ich bin mal wieder an meinem Ende. Oh, Redstone. Oh, sehr schön. Hier liegt Alter, auch ein. Abgeht, Mann. Jawohl, geht doch nichts über so eine schöne Metallschaufel. Eisen. Ey, was geht denn hier in meinem Stollen ab? Hier ist ja assi viel Zeug. Ja, ist so gut. Wieder Redstone. Wow, bei dir geht's ja, Alter, richtig ab, wa? Alter, was geht, Mann? Ja, ich glaube, mein Stollen lohnt sich hier. Ja, bist du auf eine schöne Ader gestoßen, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, hier baue ich ein großes Zwischenlager. Ich glaube, bei der Tiefe bleibe ich auch jetzt, weil hier ist aber da Kohle. Oh. Ja, Kohle. Kohle und Redstone habe ich wieder. Wir brauchen echt wieder ein bisschen Kohle, wir haben kaum. Ja, habe ich alles. Ey, ich habe Kohle und Redstone, Mann. Alter, bei mir geht's brutal ab. Wo komme ich denn? Also, ich frage mich die ganze Zeit schon, wo ich denn hier am Ende rauskomme. Weil irgendwann muss ja mal was kommen. Ich kann ja jetzt nicht so viel Pech haben und hier die ganze Zeit auf nichts stoßen. Ich meine, der Diamant, die 3-4 Diamanten, die waren ja schon nett. Aber ich möchte mal auf so einen richtigen Cave stoßen, ja? Auf so richtig verzwackte Scheiße. Mir hier Erde entgegen. Es darf doch nicht wahr sein. Wozu wieder Redstone. Alter, was geht, Mann? Ich habe hier ständig irgendwelche Mineralien. Ja, ich habe jetzt zur Abwechslung auch mal ein bisschen Redstone gefunden, aber das ist nicht mein begehrtestes Ziel. Dann habe ich assi viel Kohle jetzt. Boah, da unten baue ich auf jeden Fall ein großes Lager. Ja, und Boss King K. Rool im Hintergrund, sehr schön. K. Rool oder was? Ja. Der Assi. Oh, der ist richtig mies. Wie der dich aber auch dauernd verarscht als Boss, ne? Das ist ein Assi.
gewesen. Das, das hat er gut drauf, ey. Nee, also bei mir bringt es hier nicht mehr. Ich komme hier auf keine grüne Ader. Danke mir. Ich muss anders bauen. Ich glaube ein bisschen höher muss ich. Oder? Komm, scheiß drauf, ich probier's hier einfach mal geradeaus. Oh, ich bin voll, Ja, ganze Item voll. Ich muss mal da hoch Sachen ablegen. Ja, wir müssen auch definitiv dann mal unser Haus erweitern, größer machen. Weil wir brauchen ein richtig dickes Kistenlager. Ja, das baue ich jetzt da unten. Nee, ich hätte das aber schon gerne im Haus, nicht irgendwo versteckt in den Minen. Ah, okay. Weil, ja, es ist halt immer doof, da durch die halbe Hütte, durch die halben Minen zu rennen, wenn du mal Fleisch brauchst oder so, keine Ahnung, oder irgendwelche Items halt. Ich leg mal alles in die Kiste, ne? Ja, jo. Was ich da unten so gefunden hab. So, oh, ich kann eigentlich mal eine Pinkelpause vertragen. Jo. Ich mach weiter, geht immer. Ja, ich mach kurz fertig und dann geht der Frankie mal kurz für kleine Bergbauer. Ich könnte noch problemlos von Berlin nach München fahren, noch einen Pilz trinken. A la Mario Bart. Ich bin noch ein bisschen voll, ich hab das ganze Eisen oben abgelegt, natürlich vergessen wir das dann eine Spitzhacke zu bauen. Ah. Na egal. Naja, gut, hast du noch genug Fleisch, ne, dass du das vergisst? Fleisch habe ich. Ich habe ja quasi das Schild dran gemacht. Ja. Sword, Food und Spitzhacke. Freunde, ey, das kann's doch echt nicht sein. Ich komm hier auf keinen grünen Zweig. Läuft ziemlich gut. Ja, ich mach mal kurz eine kleine Pinkelpause, ne? Jo, mach du das. Ich grab weiter. Jo, bis gleich. Jo. So, der Frank ist weg. Alleinunterhalter Slaxi ist hier. Ihr könntet mir vielleicht auch mal ein paar Tipps geben, Jungs. Und Mädels und sonstige. Hat es wirklich was mit der Tiefe zu tun, dass ich jetzt hier unten nichts mehr finde? Bin ich wirklich schon am Erdkern oder wie sieht's aus? Muss ich ein bisschen weiter höher graben? Ich bin gerade ein bisschen am Verzweifeln. Ich finde hier nichts mehr. Das darf doch nicht wahr sein. Freunde, helft mir. Schreibt mir bitte wieder Kommentare. Ah. Obwohl, wenn ich die Kommentare aus dem jetzigen Video lese, bin ich bestimmt schon bei Bar 20 oder so mit aufnehmen. Oh, Smaragd. Hallöchen. Was kann ich mit Smaragd anfangen, Kinders? Erzählt's mir, schreibt's mir. Was macht man aus Gold? Ach, ihr kennt mich ja. Ich bin Minecraft-Noob. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, ich freue mich immer riesig über euren ganzen Kommentare. Das macht so viel Laune, mit euch zusammen zu zocken. Weil man kann es wirklich schon auch als Together mit der Community ansehen. So viel Rückmeldung, das ist echt Wahnsinn. Das hatte ich bei keinem anderen Spiel. So. Ah, die nächste Spitzhacke ist im Eimer. So. Nee, Kinas, ich finde hier nichts. Das ist ja grauenhaft. Wirklich grausam. Okay, wieder ein bisschen Redstone. Warum nicht? Ja. Oh, Kohle. Hey, was ist denn jetzt los? Ist ja der Wahnsinn. Die brauchen wir natürlich. Und ich habe festgestellt, in Minecraft sind die Kohleadern ziemlich dick geworden. Also wenn man einmal auf Kohle stoßt, dann ist da ordentlich Kohle. Ich weiß gar nicht, ob das früher auch so war, aber ich hatte es auf jeden Fall nicht mehr so ausgiebig in Erinnerung, diese ganze Kohleadern. Also ich meine, ich habe nichts dagegen, mir gefällt's. Vor allem, weil wir jetzt auch gerade Kohle brauchen. Und die Tipps mit der Holzkohle, die man sich craften kann, die habe ich natürlich auch gelesen. Aber